Ja, herzlich willkommen. Ein weiteres Video von Savage Scooters. Heute geht es um den 200er Conversion Block bzw. den 125er mit dem 200er Standardzylinder. Ihr habt das erste Video aus der Reihe ja schon gesehen mit dem 210er Malossi Sport vom Walter, was unfassbar gut funktioniert hat und bisher sich auch wirklich großer Beliebtheit erfreut bei euch. Beim Walter übrigens auch, weil der fährt regelmäßig mit dem Ding und der feiert das auch ziemlich hart. Heute machen wir den Block fertig für den 200er Originalzylinder, werden das Setup mal zusammenbauen. Ich werde vielleicht euch an der einen oder anderen Stelle dazu holen und ein paar Sachen noch dazu erklären, wie man es vielleicht machen kann, wie man es lösen kann. Das ist ein 125er Block von mir, den habe ich entsprechend jetzt dafür vorbereitet. Einen einzigen Nachteil haben wir, es ist kein Standard 125er Block mehr, der Einlass ist von mir aufbereitet worden, repariert worden, aufgeschweißt und gespindelt worden und dann auch entsprechend ein bisschen erweitert worden. Somit haben wir hier einen erweiterten Einlass. Nicht wahnsinnig viel, aber es ist doch schon noch ein Stück weit. Ich zeige euch gleich mal eine Aufnahme dazu. Und dann wird das vielleicht so ein bisschen leistungsmäßig zuträglich sein. Also es wird nicht ganz original sein, es wird nicht ganz original als 125er Block sein, aber die Überströmer sind auch ein bisschen angepasst. Da war halt mal, das war halt mal ein Motor von mir, von der Lotte. Und da muss ich jetzt mit arbeiten, das ist das, was ich habe. Aber wir haben ja jetzt an dem anderen Video gesehen, dass Überströmer auffräsen mal so völlig egal ist, ob du das machst oder eben bleiben lässt. Ja, heute legen wir los und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Ja, wir sind angekommen auf dem Prüfstand. Ihr seht den Onyx, der hat den Motor jetzt mit dem 200er Zylinder und der Adapterplatte, also das Conversion Kit. Und jetzt werden wir mal loslegen. Ich habe jetzt bedüsungstechnisch mal was reingestopft, wo ich mit meinem Vergaser-Setting glaube, dass das einigermaßen funktionieren kann. Es kann wahrscheinlich zu fett sein. Wir gucken mal. Wir starten jetzt mal mit einer 158er Hauptdüse. Und einer 160 58er Nebendüse, Mischrohr von mir und die Hauptluftkorrekturdüse ist auch von mir, Schieber ist auch von mir, so das sind so Parameter, der Vergaser ist entsprechend umgebaut, wie ich das immer mache und dann schauen wir jetzt mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt, ich habe ihn schon mal warm gefahren, so dass wir direkt loslegen können und dann schießen wir mal ins Blaue. Ich bin echt mega gespannt. Ich wünsche mir sehr, dass wir 14, 15 PS schaffen. Das wäre ein Traum. Ich glaube aber, dass wir so vielleicht, wenn wir 10, 12 PS am Rad hätten, dass das schon Granate wäre. Wir fahren heute mit der Big Box Touring von BGM.
Version Nummer 2, also ganz neu auf dem Markt. Mal gucken, wie die sich darstellt. Ich lege jetzt los und wünsche euch viel Spaß beim Prüfstand. So, auf zur ersten Runde. Wow! 16 PS. Auf Rad. Mit dem originalen 200er Zylinder. Da ist nichts gefräst. Das gibt's nicht. Das ist so unfassbar. Es ist nichts gefräst. Gar nichts. Außer der Einlass. Das muss ich fairerweise sagen. Aber da musste ich halt mit dem Block vorlieb nehmen. Das war halt der Block, den ich noch hatte. Also es ist nur der Einlass gemacht und sonst nichts, keine Überströmer, nichts. Da ist der originale kleine eine Überströmer im Zylinder, ey, und 16 PS. So, dann gucke ich mal. Ich gehe jetzt noch mal ein kleines bisschen magerer und dann machen wir gleich mal die nächste Runde. So, Nebendüse lassen wir mal. Jetzt gehen wir mit der Hauptdüse mal ein bisschen runter auf 155 und mal gucken, was passiert. Ich schaue mal ein, zwei, drei Läufe. Ich gucke mal, wie sie sich anfühlt. Und ich befürchte aber, wir sind mit der großen Big Box Touring. Ich glaube, wenn wir jetzt magerer werden, dann wird das eher kontraproduktiv. Ich glaube, wir sind fast da. Nebendüse kann man noch mal ein bisschen probieren.
Ich glaube, wir tun uns mit der 158er oder 160er Hauptdüse tun wir uns ein bisschen besser. Also ich würde gar nicht magerer gehen wollen. Also machen wir es mal wieder rückgängig und dann schauen wir weiter. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen mit den Düsen gespielt, Nebendüse noch mal verändert, Hauptdüse noch mal verändert. Ich glaube, wir sind jetzt nahezu da. Ich werde jetzt noch mal eine Runde fahren. Schauen wir mal, was er jetzt final wirft. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Mal gucken. Also, ja, letzte Runde. Also, ich glaube, wir sind jetzt safe. So. Yeah.
Jetzt machen wir nochmal die Ganganschlussmessung. 1 bis 4. Alles, was geht. Da wird nicht viel Drehzahl hinten rauskommen, weil der Überstrom ist einfach sehr, sehr schlecht, dieser eine kleine. Aber ist egal, wir gucken mal, was er geht. So, ihr habt es jetzt mitbekommen. Dritter Gang, 3 Läufe hintereinander, die gleiche Leistung. Vierter Gang, 3 Läufe hintereinander, die gleiche Leistung. Jetzt Gang Anschlussmessung 1 bis 4, die gleiche Leistung. Also bedüst ist der top. Der wirft und wirft und wirft die ganze Zeit seine Leistung. Und das war bei knapp 17 PS sind und irgendwie 19 Newtonmeter. Für einen gesteckten, originalen 200er Zylinder mit einem ganz kleinen bisschen Einlasserweiterung. Ja Leute, ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich find's mega. Das Projekt kann was. Das kann richtig was. Ich bin geflasht. Ich bin happy. Also das ist das Geilste überhaupt. Ja, wir sind fertig. Der Motor geht jetzt raus. Der Motor wird jetzt getestet bei Carsten in Gelsenkirchen. Und dann werden wir am Ende des Tages sehen, wenn die Tests abgeschlossen sind, ja, wo wir liegen. Und da kommen alle Motoren nochmal hier zusammen. Dann machen wir nochmal schön einen Prüfstandslauf, gucken, wo die Leistung nach ein paar tausend Kilometer ist. Aber ich kann euch eins sagen, also das Ding, das hat Potenzial. Mit einem originalen BGM 200 Kubikzylinder mit der Kurbelwelle, über 15 PS am Rad. Ey Leute, das war, früher war das ein 210er Polini, den hast du dir dafür gekauft. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Alles Weitere, wann es wie, wo, welche Adapterplatten zu kaufen gibt, das kommt vom Scooter Center. Ich teste nur, ich durfte bauen. Mein ganz spezieller Dank geht nochmal zum Joff nach Frankreich, weil der Joff hat das alles entwickelt. Der Joff hat sich den Kopf gemacht, der Joff hat die Zeichnungen gemacht. Er hat mir das zur Verfügung gestellt, dass ich das bauen kann, damit ich euch das zeigen kann, dass das vielleicht geil ist oder nicht geil ist. Aber das könnt ihr jetzt ja selber bewerten. Wir haben hier eine coole Methode aus dem 125er-Block, richtig was rauszuholen. Und ihr habt das auch wahrscheinlich gehört, der hängt auch gar nicht so ungierig am Gas, obwohl er nur diesen einen popligen Überstrom hat. Anyway, ich bin happy. Joff, mein Freund, viele Grüße nach Frankreich. Ulf vom Scooter Center, dir würde ich jetzt sagen, mach dir mal eine Platte, wie du das vertreiben möchtest, Zeichnungen und so weiter kommen. Ganz, ganz großen Dank noch an Walter Tövs, der den 210er Malossi Sport jetzt gerade Probe fährt. Der hat auch sehr, sehr viel dazu beigetragen. Eigentlich habe ich nur gebaut und gebastelt. Da waren andere Leute, die sehr, sehr viel mehr Engineering betrieben haben und sehr viel Hirnschmalz da reingesteckt haben. Ich habe nur gebaut. Von mir ist das Vergaser-Setting mehr eigentlich auch nicht. So. Also, ich danke euch allen, die mitgemacht haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar, vielleicht auch ein Abo. Und ich würde sagen, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Tschüss.